schönen Nachmittag. Mehr arbeiten, mehr verdienen, mehr kaufen. Immer mehr Menschen verfallen dem Konsumrausch. Aber auch immer mehr Menschen drehen das Ganze um, drehen dem Konsumwahn den Rücken zu und sagen, minimieren statt maximieren. Sie haben Lust auf das Verzichten gefunden. Mein erster Gast, die Claudia, die hat einen Traum. Irgendwann möchte die Claudia in einem Wohnwagen leben. Herzlich willkommen. Minimieren statt maximieren, gell, Claudia? Warst du immer schon so drauf oder gab es ein Erlebnis, ein Ereignis in deinem Leben, wo du umgedacht hast? Also bei mir war es so, ich habe mir über das bis zum Jahr 2001 überhaupt keine Gedanken gemacht. Es war so, 2001 ist mein Vater verstorben und ich bin wieder ins Haus runtergezogen und habe dann ein Haus vorgefunden mit, ich weiß nicht, 170 Hemden, 4 Fotoapparaten, unverbockt, angehabt hat er nur mehr 5 Hemden. Und dann habe ich mir gedacht, na irgendwie, dann habe ich das alles ausgemistet und irgendwie ist das dann zum Thema geworden. Also seit 17 Jahren quasi. Und das ist dann immer, ja, immer mehr geworden. Dann ist einmal die Deko weggefallen. Dann ist einmal, ja, wie viel Putzmittel brauche ich, wie viel Kosmetik brauche ich, wie viel Bücher lese ich wirklich, wie viele Rezepte und so weiter und so weiter. Und ja, und jetzt habe ich das Haus verkauft und bin in, von 120 Quadratmeter in 48 Quadratmeter gezogen, quasi. Und wieder minimiert. Wieder minimiert. Und ich bin auch so, also wenn man bei mir daheim reinkommt, ist alles normal, es stehen schon ein paar Sachen herum, aber wenn man die Ladeln dann aufmacht, kommt man zu lachen, weil fast nichts. Also, das Notwendigste. Das Notwendigste, ja. Also das heißt jetzt Notwendigstes an Geschirr, Notwendigstes. Ich habe zum Beispiel 2 Garnituren Bettwäsche. Eine kann ich aufziehen, die andere, es geht nicht. Gell? Und ja, und gedanklich ist es sogar so, dass ich noch weitergehen möchte und sagen möchte, vielleicht, das geht nicht, aber vielleicht geht es einmal in einem Wohnwagen sogar wohnen, so durch die Gegend ziehen, mal dort irgendwo Gast sein bei einer Familie, Teehöfen ausrahmen. Ein Wohnmobil meinst du, ne? Genau, ja. Ja. Weißt du, so stellt man sich halt so vor, nicht? Ja. Mal dort, mal da. Und die Leute helfen mir ein bisschen beim Entrümpeln, weil ich das jetzt schon mache. Und materiell, aber auch gedanklich, weil man macht sich ja mal so viele Sachen, Gedanken. Das ist ja alles, ich finde, wenn man weniger hat, ist es Luxus. Wenn ich auf Urlaub fahre, will ich so einen Rucksack. Zum Beispiel war ich in Sri Lanka mit so einem kleinen Rucksack. Und ich brauche jetzt nicht denken, ich mit den höhgelben Bikini in rosaroten. Ich habe nur einen mit. Also, und das macht aber so frei, irgendwie fühlst du wie ein Kind, unbeschwert. Es gibt eh so eine, das ist nicht mal eine Studie, das ist Gewissheit, dass wir mitunter von 10.000 mindestens Dingen, wenn nicht mehr, umgeben sind. Das wissen wir gar nicht. Das ist auch so, irgendwas im Keller, wenn der Schachtel aufmacht, Jesus, das habe ich, ja, Jesus, das ist. Genau, das weiß man gar nicht mehr. Ja? Oder so, wenn man die Wintersachen wieder herholt, die Sommersachen, je nachdem. Genau. Das habe ich gar nicht mehr gewusst, also das habe ich. Ja. Das habe ich in der Schachtel. Okay. Genau, und ich habe zum Beispiel, also ich habe, waren nicht 10 oder 12 Paar Schuhe, aber da gehören die Sommerschuhe, die Winterschuhe, die Wanderschuhe, die Turnschuhe. Dazu. Dazu. Das heißt, du schaust gar nicht, jetzt brauche ich neue Schuhe, sondern. Oder schaue ich schon. Welche und ich schaue schon. Weg. Das tue ich schon. Also ich schaue schon, aber ich überlege es mir halt zehnmal. Oder? Beim Gewand ist es ja zum Beispiel für mich nicht so leicht, aber da mache ich dann oft so, da tue ich mich selber ein bisschen austricksen, dann gehe ich shoppen. La, 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 la. Nimm alles mit rein in die Kabine, probiere es an und dann kaufe ich es nicht. Ja, aber zumindest ist es der Reiz, ja. Genau, ein bisschen das Gefühl und dann bin ich, taugt es mir aber, wenn ich es nicht down habe. Weil du gesagt hast, auch geistige Reinigung, dazu zählt auch die Nahrungsaufnahme genau, bei dir. Du genau. isst jeden zweiten Tag. Ich isse jeden zweiten Tag, muss aber ehrlich sagen, dass ich derzeit wieder umgefallen bin, weil das ja nicht so leicht ist, aber ich möchte es wieder machen, weil mir einfach auch, muss ich jeden Tag essen, muss ich jeden Tag, ich weiß nicht, das Größte am Teller haben. Ich liebe es auch zum Beispiel, Butterkartoffeln essen, muss ich immer das Allerbeste haben. Und mir kommt oft vor, so Leute sind dann so unzufrieden, jetzt wollen sie ein Steak essen, dann war das nicht durch und ich weiß nicht was. Ich esse meine Butterkartoffeln und das sind gut. Was denkst du dir, wenn du so Menschen beobachtest, also die richtig reich sind und oder auch, muss man gar nicht die richtig reichen, also die einfach horten, kaufen, wenn du so durch Shopping-Center durchspazierst und siehst, wie sie halt, und vor allem das Angebot, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich sage das immer wieder in der Sendung,
meiner einer ist überfordert, wenn ich im Supermarkt vor dem Nudelregal oder Milchregal stehe, was es da nicht alles gibt. Genau. Also die Sachen zum Beispiel löse ich so, dass ich also Gemüse oder so schaue, dass ich wo kaufe, wo ich keine Verpackung kaufe. Oder bei uns in Graz gibt es auch so einen Obsthändler. Da kaufe ich die 4 Äpfel und die 3 Birnen, die ich jetzt 2 Tage brauche, und dann gehe ich wieder hin. Und dort gibt es auch keine Chips und keine ich weiß nicht was. Da komme ich schon gar nicht in Versuchung. Also ich versuche das so zu lösen. Und ich habe das auch schon seit Jahren, wenn es ein Angebot gibt, 3 Schokoladen. Ich meine, ich esse so noch genug. Ich brauche nicht das Horten irgendwie. Nicht? Und hast du Kinder? Ja. Enkelkinder auch schon? Nein. Und das denkst du auch nicht? Mein Gott, was vererbe ich hier einmal, wenn ich alles hergebe? Nein, ja, da habe ich eben jetzt so gemacht, da habe ich schon gedacht, also ich habe jetzt das Haus verkauft und habe jetzt mit einem Teil des Geldes meiner Tochter eine Wohnung anzahlt zum Beispiel. Nicht? Also das schon, dann denke ich mir, sie hat dann was und ich brauche nicht so viel. Okay. Und irgendwie, ich würde so gerne in so einem Cube wohnen, so einen kleinen mit 30 Quadratmeter oder eben einen Wohnwagen, wie gesagt. Idealfall wäre, ich könnte durch die Gegend ziehen, könnte mal in dem Garten sein, den Leuten helfen beim Ausmisten, materiell, geistig, okay. Das wäre das Allerschönste. Okay. Ich hole Amerigo dazu, der kann sich ein Leben ohne Luxus definitiv nicht vorstellen. Hier ist der Amerigo. Muss man dich mal anschauen, von oben bis unten, durchgestylt, typico, ja, du bist ein Italiener. Das ist sehr nett von dir, danke, ja. Auf jeden Fall, ich lege sehr viel Wert auf das, ja. Wie bist denn du aufgewachsen? Ich bin in Italien aufgewachsen, ich bin hier in Österreich geboren, aber meine Eltern, da Papa aus Palermo ist, die haben beide entschlossen, nach Italien zu gehen und eine Firma zu gründen. Und ja, ich war dann 20 Jahre unten, und also 19, und habe mir dann gedacht, ja, ich würde gerne wieder nach Wien zurückziehen, da Wien einfach, ich liebe Wien. Meine Liebe zu Wien ist einfach einzigartig. Was gefällt dir so gut an Wien? Ja, als erstens die Habsburger. Die Habsburger sind ein Highlight von Wien, aber einfach der Flair, die Eleganz, die Musik, das Essen, alles, die Architektur. Die Kärntner Straße. Eher der Kohlmarkt, die Hofburg natürlich, alles von Wien ist einfach einzigartig, und ja, ich reflektiere auch meine Psychologie in Wien, ich fühle mich hier zu Hause, es gefällt mir hier. Wie wohnst du, wie lebst du, auf wie viel Quadratmetern? Eigentlich sind wir gerade in einem Umzugsstil, in Italien hatten wir mehrere Häuser und auch groß, und ja, jetzt in Wien, da wir jetzt umziehen, in eine ganz normale 130 Quadratmeter Wohnung. Das heißt, eigentlich minimiert ihr gerade euer Leben. Ja, deswegen entspricht auch dieses Motto meinem Lebensstil, weil ich betrachte es auf eine qualitative Ebene und nicht auf eine quantitative Ebene. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Mantel kaufe aus Kaschmir, ich gehe nicht im Großhandel kaufen. Das hat eine eigene Theorie, eine eigene Philosophie. Im Großhandel kaufe ich was, was illegal und mit Ausnutzung fabriziert wurde. Denken wir an alle die Marken des Großhandels. Kinder, unfaire Bezahlung. Es ist wirklich unfair, wie sie produzieren. Deshalb sage ich, ich gehe mal 1200 Euro für den Mantel ausgeben. Aber die gebe ich einmal aus. Und den Mantel kann ich 10 Jahre tragen. Und der wird nicht so produziert, weil absolut man, nicht. Man weiß oft von den Luxuslabels, hört man, liest man, dass die genauso ihre Fabriken irgendwo in Bangladesch haben. Es kommt darauf an, es kommt auf die Marke darauf an, aber die Marken, wo ich einkaufen gehe. Da weißt du, das ist ein italienisches Produkt oder absolut, ein österreichisches Produkt? Absolut, die produzieren meistens in Frankreich, Deutschland und Italien, und ich weiß, dieses Unternehmen bezahlt einen Lohn. Einen richtigen Lohn. Wie gefällt dir das, Claudia? Er sagt auch, also er minimiert, indem er halt gute Qualität und Luxus kauft. Warum nicht? Das ist eigentlich ein interessanter Gedanke. Warum nicht? Weil ich schaue auch zum Beispiel bei gewissen Sachen jetzt nicht, also sowas ist mir nicht wichtig, aber mir ist zum Beispiel auch wichtig, dass ich vielleicht bei Firmen, kann ich jetzt nicht sagen, kaufe, die in Österreich schneidern. Zum Beispiel, warum nicht? Qualitativ hochwertiges, nicht Schuhe und so zum Beispiel, gell? Amerigo, wolltest du was sagen? Zum Thema Luxus, also ich habe vor 2 Jahren war das, oder schon länger, was jetzt, da war ich mal eingeladen bei Bekannten, die haben eine Yacht gehabt, gell?
Also ich muss ehrlich sagen, der hat sich solche Gedanken über das gemacht, wann da ist wer einbrochen und da, also es waren, irgendwie war das nicht entspannt. Ich denke mir, Luxus kann schön sein, Luxus ist für mich Natur oder eben auch Sehenswürdigkeiten anschauen, Schlösser anschauen von mir aus, aber immer alles zu haben. Und Angst zu haben, dass es dir weggenommen wird. Ja, genau. Absolut. Amerigo, das stimmt schon. Was machst denn du beruflich? Ich bin Student erstens einmal, Politikwissenschaft an der Universität Wien. Ich arbeite im Handel, in einem Modegeschäft und ich bin in der Freizeit als Personal-Shopper zuständig für die Stadt Wien beschäftigt. Personal-Shopper heißt was? Personal-Shopper, das heißt, dass ich für wohlhabende Menschen einkaufen gehe normalerweise. Also es ist ein Preis, es kommt auf die Stunden drauf an. Was einkaufen? Gewand? Meistens ist es gewandt. Es könnten auch Möbelstücke sein oder Juwelen. Aber meistens ist es gewandt. Viele Leute haben keine Zeit, dass sie einkaufen geht. Oder viele Leute haben auch keine Lust, die Schlange zu machen bei der Kasse oder irgendwas auszusuchen. Sie wollen einfach nur Zeit sparen, mehr arbeiten, wie du gesagt hast, und einfach einen engagieren, der ihnen die Sachen kaufen kann. Ich hatte zuletzt, mein letzter Auftrag war sogar ein Verlobungsring. Ja, das ist schon ein bisschen traurig, dass ein Mann nicht einmal sich die Zeit nimmt, den Ring auszuwählen für seine zukünftige Ehefrau. Aber ich habe das schon geregelt, also ist alles okay. Hast du ein bisschen geübt? Ja, absolut. Mega schön, sehr schön. Was gibt dir Einkaufen und was gibt diesen Menschen, für die du einkaufst, was gibt ihnen der Luxus? Sind die wirklich glücklich? Mhm. Weil das heißt immer, Geld macht nicht glücklich. Schau, ich glaube, ich habe eine eigene Theorie entwickelt zum Thema Luxus. Wir haben zwei Gegenstände. Einerseits haben wir Geschichte und Kultur und andererseits haben wir Qualität. Diese zwei Gegenstände sind total different, aber die nähern sich. Und da gibt es eine Attraktion. Und wenn sie zusammenkommen, dann heißt das Luxus. Denken wir mal auf ein Beispiel, der bei uns zu Hause ist. Die ganzen kaiserliche und königliche Hoflieferanten. Das sind alle Lieferanten, die bei der Sissi waren, bei Franz, bei der Erzherzogin Sophie. Die haben einfach die Reichen ausgestattet, ausstaffiert. Und heute sind sie nicht nur hochwertige Handelspunkte, sondern Kultur und Geschichte. Und das ist auch gut für Tourismus und Wirtschaft. Bist du auch adelig? Nein, bin ich nicht. Aber ich glaube, du wärst das gerne. Ja, voll, natürlich. Man muss im Herzen adelig sein. In Italien sagen wir, einer ist nobile, er hat den cuore nobile, weil das nicht adelig heißt. Das heißt auch adelig, aber weil man im Herzen gentile ist, freundlich. Freundlich, ja. Okay. Ernst kommt jetzt. Der sagt, zu viel Besitz kann auch belasten. Hier ist der Ernst. Vielleicht, Ernst, hast du dich ein Stück weit im Amerigo wiedergesehen. Du bist auch aufgewachsen, sehr behütet, im Luxus, kann man sagen, gell? Ja. Ja. Ich habe so das Bild des goldenen Käfigs, wo alles gesorgt war, aber ich irgendwie wie ein Vogel, der gern rausfliegt und schaut, was gibt's denn da noch? Und das habe ich schon in meiner Jugend. Ich habe auch erlebt, wie meine reichen Eltern, sind ja einer industriellen Dynastie gekommen, sehr viel Vorgaben hatten, kulturell, Benehmen, ja. Irgendwie war mir das nicht ganz geheuer. Das war schön, deine Geschichte zu hören mit wenig. Da habe ich mich erinnert, wie ich einmal nach der Matura fast ohne Geld wissen wollte, wie ist das, wenn man mal in die Welt hinausfährt, so, ja, ohne nichts. Und das war für mich eine wirkliche Initiation, weil ich habe gemerkt, ich muss mit Leuten Kontakt aufnehmen. Ich muss schauen, wo schlafe ich heute, wo kriege ich was zum Essen. Es war spannend, aufregend. Immer was Neues, man muss lebendig sein. Das hat mich geprägt. Von Marokko zurück nach Wien fahren. Wow, mir ist super gegangen. Also das war ein Erlebnis von Freiheit, ohne Besitz, mit so einem kleinen Packerl zu fahren. Das war eins. War das der Beginn deines Umdenkprozesses? Ja, glaube ich schon. Und wie haben die Eltern reagiert? Ja, nicht erfreut. Der Vater schon gar nicht, der hätte mich gerne in der Firma gesehen. Für mich war es nicht so stimmig. Ich war eher auf der Suche nach inneren Werken. Ich habe zum Beispiel das Buch von Erich Fromm, Haben oder Sein, und da habe ich mich fürs Sein eher entschieden als fürs Haben, so von der Haltung her.
war dann auch, habe eine Kommune in Wien gegründet in den frühen 70er Jahren und bin dann später zu einem Guru gekommen auf meiner Suche. Und dort war es dann speziell, das ist das eine Extrem, da habe ich 8 Jahre in Armut, Keuschheit und Gehorsam gelebt. Das heißt, ich habe mein Geldkonto ist auf ein Hauskonto gegangen, ich habe ein bisschen ein Taschengeld gekriegt. Das war vielleicht ein bisschen mehr, als ich als Schüler gehabt habe. 8 Jahre wegen der Sache, wegen dieser geistigen Qualität, die mir wichtig war. Also die Welt retten, die Menschen retten, mich retten. Ja. Also da hast du ganz reduziert gelebt mit nichts in Wirklichkeit. Mit wenig. Ja. Obwohl, ich habe auch auf Kaschmir gestanden. Ja. Ich war auch gut gekleidet, weil der Guru war auch schön gekleidet. Aber, der hat das ganze Geld von euch kassiert. Ja, der hat viel Knödel abgekriegt. Ja. Aber also ich kenne das. Ich stehe auf Band. Manchmal macht das Besitzen von gewissen Markensachen was aus. Ja? Ich meine, mir geht es auch gut, wenn ich was schön angezogen habe. Ich meine, das ist jetzt, das hat eine Geschichte, darum habe ich es an. Aber mir geht es auch gut. Nur ich muss es nicht dauernd haben. Ich bin deswegen nicht ein anderer Mensch. Welche Geschichte hat denn das? Das habe ich bei einem, ich habe ja vor 30 Jahren die Ökosiedlung mitbegründet. Ja? Die erste österreichische Ökosiedlung. Und unsere Kinder haben vor 10 Jahren ein Festival organisiert, das Party, so mit Y, Participation Festival. Und da war so eine Kleiderkiste und da konnte man sich für einen Bühnenauftritt was aussuchen. Und das habe ich dort bekommen, weil ich dann auf der Bühne Mundharmonika gespielt habe. Und das, und ich bin dieser Siedlung sehr verbunden und meine Kinder leben dort jetzt zwar nicht mehr, aber wirken noch dort. Ja. Wäre das so eine Form, wo also so ein bisschen ein Stück weit die Welt verbessern, solche Ökosiedlungen, da lebt man ja sehr autark, nicht? Als Ziel ja, ökologisch stimmig, ökologisch, mir ist es wichtig und das ist auch Konsumverhalten. Ich stehe auf gute Sachen, aber ich möchte nicht, dass damit mit meinem Kauf viel Umweltschaden entsteht. Mhm. Ja? Also ich schaue, dass ich einerseits im Konsumverhalten reduziere und schaue, dass dieses ökologische Fußabdruck möglichst gering ist. Ich möchte auch noch was sagen, weil wenn man zum Beispiel jetzt vom Shoppen her, ne, wenn das Shoppen so glücklich machen würde, ne, dann wären in den Einkaufszentren die Leute, die hätten sehr ein bisschen freundlicher reinschauen. Ne? Da muss ich jetzt irgendwie, ja? Also wenn das jetzt wirklich so viel Glück verbreiten würde, ne, das ist ja nur kurzfristig. Ne, und heutzutage ist es oft sogar so, bei jungen Dirndln oft, dass die das drinnen haben, auch eilig, mit Etiketten. Die haben es alle eilig, ja. Ja. Und absolut. Mit den Etiketten liegt das dann drin. Aber das ist ja kein Glück. Ein Glück ist, wenn ich in Sri Lanka einen Sonnenuntergang anschaue. Und da brauche ich keinen Kölner, der mir den Wein serviert. Ich kann mir einen Wein kaufen. Aber das ist es jetzt gar nicht so ins Detail. Na, das wollte Mama Rigo nicht. Da würde ich schon ganz so gut bekommen. Ja, schon 2-3 Mal im Monat schön essen gehen. Schon. Aber ich wollte was sagen, beziehungsweise sie hat gesagt hat über... Ernst. Ja, über das Geistige, nicht? Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gläubig. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Das heißt jetzt nichts, aber nicht, dass jetzt alle Menschen glauben müssen, dass reiche Menschen nicht nach Ethik umgehen, nicht nach Moral. Viele wohlhabende Menschen spendieren auch viel. Und es ist halt so, es kommt natürlich auf die Person drauf an, auf den Einzelnen. Genau. Aber das ist auf jeden Fall was ganz Wichtiges, auch für reiche Menschen. Das sollte für alle wichtig sein. Ernst, ist es bei dir so gewesen, dass du dich eigentlich entspannen kannst, weil wenn du aus einer reichen Familie abstammst, ist ja klar, dass du, wenn alle Stricke gerissen wären, dass dich die Familie auffängt. Das Netz war ja da. Man kann leicht verzichten, wenn man sagt, ja, hinter mir habe ich aber die Geldsäcke und es ist, wird mir nichts passieren. Ja? Also wenn man jetzt so wie die Claudia sich loslöst und dann ist vielleicht nichts mehr da, wenn du jetzt zum Beispiel Verwandtschaft da. Ja, schwer erkrankst und du würdest Geld für die Therapien brauchen oder irgendwas. Das stimmt. Also ich habe immer das Gefühl im Hintergrund gehabt, ich habe ja einen Rückhalt. Ja? Das hat mich dann leicht trempen lassen. Ja? Das stimmt. Ich habe aber dann, jetzt kommt das andere Extrem, zuerst war ich, also Armut, ich habe mich nicht arm gefühlt, aber dann nach dem Tod des Vaters habe ich doch einiges geerbt. Da war dann Besitz da und da war dann, wie lege ich das Geld an, was mache ich und so weiter. Das ist belastet, ne? Naja, und dann habe ich ein Visionär, wie ich bin, halt ein visionäres Hotelprojekt entwickelt und gemacht und dann merkt, das geht sich nicht aus. Habe viel Geld, ich habe das Hotel gleich gekauft, das war alt, wollten sie es warm abtragen. War nicht so, wie auch immer. Also ich habe dann wirklich auch viel verloren und ich habe viele Sorgen, viel
Stress gehabt mit der Verwertung der Immobilie, mit wohin, mit meinem Anlagevermögen, das ich damals hatte. Vieles in der Internetblase auch verloren gegangen. Mhm. Und jetzt lebe ich von dem, was ich habe. Ja, und das reicht? Guten, absolut. Ja, ja. Also macht dann Geld wirklich glücklich? Mich hat es nicht glücklich gemacht. Mhm. Glücklich hat mich mein Innenleben, dass ich für mich verantwortlich bin. Ich habe zeitlang meditiert, ich habe mich Selbsterfahrung viel Aber das ist interessant, wenn man sagt immer nur gut, der es hat oder hatte oder weiß, wie es ist, der braucht es vielleicht nicht und weiß, der kennt diese Seite und diese Seite. Aber die Renate, die jetzt kommt, die erzählt eine andere Geschichte, weil die hat sich lange nichts leisten können. Und für sie war es dann so eine Art Befreiungsschlag, als sie sich dann endlich etwas leisten konnte. Hier ist die Renate. Renate, wie bist denn du aufgewachsen? Ja, sehr bescheiden. Ich bin ein Nachkriegskind. Mhm. Ja, und dementsprechend sind wir aufgewachsen. Und dann später, wie ist es, es ist gegangen, halt dass nur du erwachsen warst? Ja, es ist mir sehr lang sehr schlecht gegangen. Wieso? Ja, weil ich in der Ausbildung war, sehr jung mein Kind bekommen habe, Alleinerzieherin war. Ja, und daher, Geld war immer das Wenigste, was wir hatten. Mhm. Aber ich war nie unglücklich, also das wirklich nicht. Und dein Sohn? Auch nicht. Der war auch nicht unglücklich. Da habe ich schon geschaut dazu, dass er alles hat, was er braucht und auch, was er will. Da habe ich mich halt hinter die Nähmaschine gesetzt und habe dementsprechend das gemacht, was gerade am Markt gefragt war. Und ja, aber Markenware oder was? Markenware, ja. Und ich habe halt mit meiner Nähmaschine dann diese Marke auf das Leiberl draufgestickt, Nacht für Nacht. Und ja, aber es ist mir immer besser gegangen dann. Wir haben gespart, wir konnten uns mit, wie mein Sohn 8 Jahre war, den ersten Urlaub leisten. Und es war einfach ein Traumurlaub. Mhm, und es ist mir immer besser und besser gegangen. Und ja, ich war nie unglücklich. Bin wirklich zufrieden mit allem. Glaube aber schon, dass ein bisschen mehr Geld glücklicher macht. Oder zufriedener ist vielleicht der richtige Ausdruck. Zufriedener. Mhm. Wenn ich weiß, dass ich doch ein bisschen Geld habe, ein bisschen einen Rückhalt habe, wenn irgendwas kaputt wird, dass ich mir es kaufen kann und nicht überlegen muss, wie kratze ich jetzt das Geld zusammen. Also das glaube ich schon. Das ist schon interessant jetzt, Claudia und Ernst, nicht? Also wenn man jetzt nicht so viel hatte und sich dann was aufbaut, hat man immer im Hinterkopf die Angst, ich könnte wieder dorthin schlittern, wo ich war. Und ich denke mir jetzt auch zum Beispiel an Mindestpensionisten. Also wenn man denen sagt, na du ein bisschen minimieren, ne? Also das ist oder ein meditieren. Ja. 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 Stimmt, völlig klar. Man ist immer das Gegensatz, wenn einmal wenig war oder ist, so wie du erzählst, klar will ich mehr haben. Ist völlig klar, dass man dann verdienen kann. Ich bewundere diese Menschen, die aus nichts etwas kreieren. Ja, ich glaube auch, dass es altersabhängig ist, weil es jung, also wie ich jünger war, war Shoppen schon auch wichtig irgendwie und ja, mein Ohrringel und da die Steckelschuhe und ich weiß nicht, das war schon wichtig. Aber irgendwann ist das dann eben nicht mehr so wichtig geworden, weil man das ja auch erkennt, das ist so ein Kurzzeitglück irgendwie. Aber wenn ich jetzt euch jetzt anschaue, denke ich mir, es ist leichter, mehr zu haben und zu reduzieren und zu wissen, das brauche ich nicht, als der umgekehrte Weg, nichts gehabt zu haben und wissen zu wollen, wie es ist, wenn man mehr hat oder zu glauben, denen geht es besser. Weil die Neureichen, ne, die irgendwie nichts gehabt haben und dann zu Geld gekommen sind, die protzen ja wahnsinnig mit tollen Autos und ich weiß nicht. Ne? Also wenn man so aus dem ehemaligen Ostblock die Oligarchen, also da denken wir sich dann schon manchmal. Aber ich kenne schon auch in meinem Bekanntenkreis zum Beispiel eine ältere Dame, die hat nie viel gehabt. Ist auch jetzt Mindestpensionistin. Mhm. Also es ist, glaube ich, schon auch immer die Einstellung, aber die ist mit dem, was sie hat, so zufrieden. Mhm. Und ja, wenn sie sich was Neues kauft, freut sie sich, aber sie freut sich auch, wenn sie sich was Gutes kocht. Also es ist schon auch immer, wo lege ich meinen Fokus hin? Lege ich meinen Fokus jetzt hin auf meinen Mangel oder schaue, bin ich für das echt dankbar, was ich habe? Und ich finde, Dankbarkeit ist ja auch ein Luxus, dass ich das einmal erkenne. Ja. Amerigo, du hast vorher gesagt, du gehst gerne mal gut essen, guter Absolut. Wein, der dir natürlich eingeschenkt wird, nettes Ambiente. Genau. Wenn du kochst, achtest du da auch auf Qualität? Also
Leider Gottes koche ich nicht. Oder wenn gekocht wird, da bin ich nicht Italiener. Absolut, ja. Das ist das Wichtigste bei allen italienischen Familien. Das ist komisch, aber auch für die Familien, wo es nicht so viel Geld gibt, ist trotzdem Qualität la cosa più importante, das Wichtigste. Absolut. Und Markensachen immer kaufen. Es gibt nichts von einem anderen Land, von irgendeinem östlichen Land oder südlichen Land. Es muss von dort kommen, von Italien. Und das gehört auch gekocht. Ihr habt sehr, sehr gute Sachen. Ja, gell? Könnten Sie sich vorstellen, auf gekauftes Essen völlig zu verzichten und nur von den Lebensmitteln zu leben, die andere Menschen wegwerfen? Also wir werden genau davon gleich hören. Minimieren statt maximieren. Die Lust am Verzicht ist mein Thema heute Nachmittag. Ein sehr spannendes Thema. Es gibt ja viele, viele Menschen, die vom Konsumrausch sich verabschieden. Die sagen, dieses immer mehr arbeiten, mehr kaufen, mehr haben. Das wird einfach zu viel und die reduzieren Stück für Stück. Wir haben schon schöne Geschichten heute gehört. Wir machen gleich weiter. Aber an dieser Stelle verrate ich Ihnen immer sehr gerne die Telefonnummer der Publikumsredaktion. Ganz wichtig, wenn Sie zu mir kommen möchten, 01886 2747 und die Durchwahl 5776. Auf der Bühne haben wir kennengelernt Claudia, Amerigo, Ernst und die Renate. Claudia, die reduziert hat, die von einem Haus in eine kleine Wohnung gezogen ist und die davon träumt, in einem kleinen Würfel oder in einem Wohnwagen zu leben. Amerigo, nehme ich mal an, er hätte schon gern mal vielleicht doch ein sehr schönes Haus, zumal seine Eltern gleich ein paar Häuser in Italien besitzen. Und Ernst, der auch reduziert hat, kommt aus einer industriellen Familie, wollte das viele Geld nicht haben, lebt heute sehr bescheiden. Renate musste bescheiden sein in der Kindheit, in der Jugend, als junge Mutter, als Alleinerzieherin, damals auch sicher nicht leicht. Und die froh ist, dass sie sich heute ein bisschen mehr leisten kann. Und du magst was sagen? Ja. Und zwar, ich bin eine Gegnerin von Wegschmeißen. Ich mag nichts wegschmeißen. Ich habe dann gesammelt für Rumänien, für die Rumänienhilfe, 20 Jahre. Jetzt bin ich so, dass wir tauschen. Mhm. Wachse ich aus meinem Gewand raus, kriegt es meine Freundin. Wächst sie heraus und mir passt es, wir tauschen. Okay. Und beim Essen mache ich Intervallfasten, das heißt 18 Stunden nichts essen. Auch da minimieren und reduzieren. Und, bringt's was? Ja, gell? Ich fühle mich wohl. Ja. Der Marc Bircher hat das gemacht, der hat, glaube ich, 10 Kilo abgenommen mit dem 16,8 oder 18. So viel würde ich nicht abnehmen, aber ich fühle mich einfach wohler. Ist sicher gut für den Körper. Na, wenn wir schon vom Essen reden, Amerigo, du gehst gerne essen. Und wenn du essen gehst, was kostet das circa? So gutes Essen? Also natürlich, irgendwo. Natürlich. Ja. Schön serviert, schöne Location. Ja. Ja, würde ich sagen, schon um die 90 Euro pro Person. Es kommt darauf an natürlich, in welchem Bezirk man ist, aber von 90 bis 250, rauf, 300. Rauf. Ja, genau. Hast du eine Freundin? Nein, habe ich nicht. Ja. Aber würdest du sie wenn einladen? Absolut, oder Freunde? Ja. Muss ja keine Freundin sein, kann ja auch. Absolut, ja. Und ich werde auch dafür bezahlen, weil das ist in unserem Stil, überhaupt für Damen. Mhm. Wenn sie Jungs sind, dann können sie sich selber leisten. Okay. Edward kommt jetzt. Der hat seinen Wohnraum minimiert und lebt jetzt mit seiner Familie auf 34 Quadratmetern. Hier ist der Edward. Hallo. Edward, wie hast denn du früher gelebt? Eigentlich recht konventionell. Also wir hatten zunächst eine Stadtwohnung in Wien. Das war quasi die Käfighaltung. Und dann sind wir umgezogen. Also wir hatten dann Kinder und wollten unbedingt aufs Land hinaus. Und haben uns einfach ein altes Haus gekauft im Burgenland. Ungefähr 110 Quadratmeter und einen schönen Garten. Und wir haben den auch erweitert auf 1500 Quadratmeter. Aber wir sind schnell an die Grenzen gestoßen und wollten einfach raus aus dem Ganzen. Und es ging nicht darum, quasi mit wenig Geld zu leben oder zu reduzieren, sondern einfach sozusagen eine andere Qualität ins Leben reinzubringen.
Und ich habe quasi in einer Leistungs- und Konsumgesellschaft kaum eine Möglichkeit gefunden, das umzusetzen. Und für mich war die Möglichkeit, einfach was ganz anderes zu versuchen. Und das war für mich in Ungarn möglich. Das war jetzt am Anfang nicht meine erste Wahl, aber der Vorteil für mich war, ich konnte mit einem Startbudget von 30.000 Euro ein Stück Land kaufen, also 10.000 Quadratmeter. Ich konnte ein Haus selber bauen, ich konnte es selber entwerfen, selber planen und wirklich selber bauen und ein Jahr nichts arbeiten, um es auch bauen zu können. Na, wie cool. Oh, und ich hatte den Wohnwagen in Übergangszeit. Echt? Der Zirkuswagen, ja. Cool. Das ist ein Häuschen, das erinnert ein bisschen an Herr der Ringe, an die Hobbit-Häuser, so ein bisschen. Ja, also wenn das genau. jetzt reingebaut wäre in einen Hügel, wow. dann wäre das so wie... Ja, das dabei wirklich, bist du eigentlich passen, ne? ein großer ja. Bub. Also du bist nicht wow. klein und das wirkt aber sehr Wahnsinn. Klein. Das nee, es fühlt sich an, als hätte man das im Sandkasten schon gelernt, die ganzen Techniken. Ja. Musst du dich bücken, wenn du reingehst? Nein, gar nicht. Also innen drin, der Raum ist 4,5 Meter groß. Das ist eigentlich ein Palast, ja? ein relativer Palast. Ja. Ist das süß. Ein Amerigo, 34 Quadratmeter. Ja, ein Palast kann überall sein. Natürlich. Ich habe mir nur gedacht, wie ich das Foto gesehen habe. Ja? Das, also man sieht jetzt quasi diesen Ofen. Ja. Und man sieht die Bücher und ja, wo was ist... Was du siehst, das ist jetzt der Wohn-, Schlafraum, Küche, es ist eigentlich alles in einem. Ne? Und man sieht links oben im Bild quasi die Galerie, also der Raum ist hoch genug, dass wir quasi einen Zwischenstock eingezogen haben, wo dann auch Platz für alle zum Schlafen sind. Eben, das habe ich mir gedacht, wo schlafen die? Naja. Wenn du jetzt, und wo ist Badezimmer oder habt ihr das gar nicht? Blumsklo oder was? Nein. Ja, also man muss sich das eigentlich vorstellen, als würde man Urlaub auf der Alm machen. Also es gibt draußen tatsächlich ein Kompostklo und wir haben eine Solardusche draußen. Und drum, das macht ja diesen kleinen Lebensraum möglich. Aber was macht ihr im Winter? Nun weiß ich, Ungarn ist doch ums Ja, ja, es Eck. Gibt auch minus 20 Grad. Eben. Ja. Und wie duscht ihr da? Wir haben, also ich habe noch eine Sommerküche gebaut und ich habe sie eine Zeit lang so umgebaut, dass ich tatsächlich drin baden konnte. Aber es war eigentlich recht umständlich. Es ist eigentlich mit einer Sitzbadewanne im Zimmer leichter. Ja. Wobei wir mittlerweile, muss ich aber auch zugeben, also auch eine Wohnung in der Steiermark haben und im Winter auch durchaus dort Zeit verbringen. Ja. Okay, Amerigo, vorstellbar so zu leben? Nein. Absolut nicht, tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Es ist wunderschön, Komplimente. Vom Design her wirklich putzig, schön. Putzig. Aber... Na, vielleicht das Gartenlaube für dich. Na, Badezimmer, ja, 34 Quadratmeter geht. Aber vielleicht Urlaub machen dort. Na. Nein. Also so Schlafsack, total Urlaub. Ausgeschlossen. Ja, also Nein. auch so im quasi zu Fuß durch Absolut Indien. Absolut zu Fuß ist super. Schlafsack, so, Schlafsack, ja, Schlafsack. Na, und nein, nein. Am Boden schlafen. Ich will Stadt sehen, ich will Kultur sehen, ich will Geschichte sehen. Ich will dort schlafen. Und in guten Hotels absteigen. Absolut, ja. Auch Hotels haben eine Geschichte. Das brauchst du alles nicht, gell, Edward? Aber ich habe es ja auch schon erlebt, aber... Also es geht ja nicht nur um Minimalisieren, sondern es geht mir quasi um die Reduktion aufs Wesentliche. Was brauche ich wirklich, um glücklich zu sein? Und wir haben natürlich den Hausrat extrem minimalisiert und es bleibt das übrig, was ich tatsächlich brauche. Also das hat dann meine Qualitätsansprüche. Was brauchst du tatsächlich? Was ich wirklich brauche, das sieht man bei einem Urlaub. Also wenn wir mit dem Auto auf Urlaub fahren, habe ich alles drin, was ich brauche. Also meine Familie, es ist Lebensmittel für ein paar Tage drin und Kleider. Aber ich kann mir gut vorstellen, also ihr seid jetzt nicht unbedingt die Shopper und die Kaufrausch-Menschen, die ich weiß nicht was brauchen, sondern du kommst mit deinem Leiberl wahrscheinlich lange aus, ja? Oder wie viel Paar Schuhe hast du? Übrigens sehr große, wie ich das sehe. Ja, ich habe Schuhgröße 47. Wirklich? Ja, ja. Aber das spricht auch für Qualität. Also sowas wird in China gar nicht hergestellt. Also das macht dann der gute Hersteller aus dem Waldviertel und dafür halten sie aber 10 Jahre. Aha, also da triffst du dich mit dem Amerigo. Ich habe halt meine Qualitätsansprüche. Also gerade durch diesen Lebensstil bringe ich viele Dinge an die Grenze. Also mit zum Beispiel Amateurwerkzeug, die ruiniere ich nach einem halben Jahr. Also es muss dann schon das Profizeug sein. Okay. Und meine Liebe ist dann halt das Werkzeug und bei dir ist es der Kaschmir. Ich wollte das denn ernst. Na, da gebe ich ihm recht, weil ich spare in vielen Dingen, aber wenn es um wichtige Dinge geht, kaufe ich mir auch eine gute Ausrüstung, Natürlich. Kaufe mir ein gutes Werkzeug, bin ich voll dabei, auch ein gutes Auto, keine Rostlaube, weil da habe ich immer nur Reparaturen. Mhm. Da stehe ich schon auf Qualität, absolut. Mhm. Aber es muss nicht dieses Unermessliche immer wieder neu und neu und kaum habe ich was, kommt wieder was Neues. Ich habe in der Suchtberatung gearbeitet und ich weiß, was das oft ausmacht,
nie zufrieden zu sein, weil immer noch der nächste Kick, Ja. Also ich freue mich jetzt schon auf Amerigos Gesichtsausdruck, wenn der David kommt und von seinem Leben erzählt, weil David ist das, was andere Menschen wegwerfen. Herzlich willkommen. Normalzeit, David, werden sich viele denken. Servus, hallo. Wie tust du, was machst du, was isst du? Naja, begonnen hat es bei mir eigentlich vor ungefähr 6, 7 Jahren. Da habe ich begonnen zu sehen, die ganze Massenindustrie. Also begonnen hat das mit der Massentierhaltung, mit der Milchindustrie, wie Kälber exportiert werden, wie Dreck behandelt werden und so weiter und so fort. Dann auch die Gülle, ja. Das Tierfutter, das importiert wird, wo massenweise Regenwald gerodet wird. Auch die Tiere werden zum Teil mit Palmöl gefüttert und so weiter und so fort. Soja, Mais, alles gibt's dabei. Und dieser Überschuss, diese ganze Überproduktion hat natürlich in mir einen Prozess ausgelöst. Und dann habe ich eben Leute kennengelernt, Menschen kennengelernt, die auch viel, viel anderes tun. Begonnen hat's dann mit Volksküchen. Das sind, oder man sagt auch Essen für alle. Mhm. Ja. Also ich rette mit Freunden Lebensmittel. Der eine geht dumpstern, der andere macht vielleicht Foodsharing. Und wir sind mit Rädern oft unterwegs. Oft brauchen wir Anhänger, um diese ganzen Mengen einfach transportieren zu können. Für alle die das nicht wissen, was heißt dumpstern? Woher kriegt man die Lebensmittel? Dumpstern sind einfach, man geht in offene Müllräume, sag ich mal, die beim Supermarkt sind. Und dort wirft der Supermarkt oft auch gemischt Plastik mit Biomüll zusammen. Manchmal gibt es eine eigene Biomülltonne, aber da landet halt alles. Und man geht und holt sich die genießbaren Lebensmittel raus aus dem Müll. Ja. Meistens ab 20 Uhr, wenn keiner mehr dort ist. Manchmal kommt es mir so vor wie in einem Film, weil manche Müllräume sind so gestaltet, dass man fast gar nicht mehr, also die sind wirklich komplett getrennt. Eine Kamera oben mit Bewegungssensor und Lichtern, wenn man die näher tritt. Legal ist es ja nicht, ne? Es ist eine Grauzone. Also ich kenne von Freunden, die waren dumpstern, haben Anzeigen, haben mehrere Anzeigen, wurden aber alle fallen gelassen. Aus dem Grund, weil man Menschen, das ist Müll. Ja, es wird ja eh weggeschmissen, ne? Also was? Eben. Ja, ja. Und es gibt keine juristische Basis, an der man die Menschen anzeigen kann. Ja. Es ist ja halt nur so, der Supermarkt denkt sich, na gut, wenn das alle wissen, dann kaufen die nicht ein und holen sich dann, vielleicht ist das so der. Aber alle könnten das ja gar nie machen, weil machen die meisten es ja auch nicht, arbeiten und. Und das gar nicht vielleicht in den Zeiten machen. Ein Amerigo würde wahrscheinlich nie im Müll wühlen. Mhm. Ich stelle mir das jetzt gerade vor mit deinem schönen Rolli und mit der Mayonnaise drauf. Ja. Wobei man sagen muss, bei der Lebensmittel, es ist eine Riesenindustrie und insgesamt werden die Hälfte der Lebensmittel, also 50% werden weggeschmissen. Ein Drittel wirft der Konsument weg. Also sehr viel werfen wir selber weg. Im Grunde müssten wir uns überlegen, das ist unsere Zeit, die wir investieren, in den Supermarkt gehen, das einkaufen. Und es ist unser Geld, was wir da rein investieren. Das heißt, im Grunde, wenn wir als Konsumenten aufstehen, also auch ein bisschen Mut kann da, also Tagdumpstern zum Beispiel habe ich auch schon mal gemacht. Da sind die Räume meistens offen am Tag, kann man reingehen. Man braucht sich auch vor den Mitarbeitern nicht fürchten, denn man kann ganz normal mit denen diskutieren, warum werft ihr das weg? Ja, mhm. Dann kommt der Filialleiter und droht vielleicht, ja, wir rufen die Polizei und das kannst du nicht machen und so. Und ich stehe da, sammel mir meinen Korb und sage, nein, das könnt ihr nicht wegwerfen. Ja, dann nimmt mir die Mitarbeiterin das aus der Hand und wirft das wieder in die Tonne. Also dieses Misstrauen herrscht da ein bisschen. Aber es gibt Chancen. Das wollte ich dich fragen. Gäbe es eine Lösung? Wie könnte die aussehen? Naja, damit die Wirtschaft, also die Supermärkte, leben können und sich nicht... Ja, klar, das? Also Lösungen gibt es. Es gibt die Idee der offenen Kühlschränke. Das sind Verteiler, die sind
in der ganzen Stadt. Also wenn man Betriebe kennt, wo der vielleicht auch einen Kühlschrank aufstellen kann oder will, kann man Betriebe ansprechen. Und so vernetzen sich die Menschen. Also es geht hier auch nicht um Arm und Reich, ja, dass nur die oberste Schicht da was nimmt oder die mittlere Schicht. Oder es geht auch nicht wirklich um Bedürftigkeit. Also es geht wirklich die Vernetzung zwischen untereinander, weil dann sehen wir auch, wie viel wir überhaupt haben. Ja, und dann beginnen wir zu geben. Ja. Okay. Und das ist vielleicht, was der Supermarkt noch erkennen könnte, damit dieses Misstrauen wegfällt. Ja, also offene Kühlschränke gibt es schon in Deutschland, machen auch Supermärkte offene Kühlschränke. Da gibt's zu diesem Thema betrifft viel auch die Erziehung innerhalb der Familien. Ich bin selbst, wenn ich bei der Oma essen bin, Oma schaut mich gerade zu, bei ihr selbst, es muss alles aufgegessen sein, alles. Es muss nichts mehr überbleiben. Meine Oma selbst hat den Krieg erlebt und sie hat nichts mehr essen gehabt. Und das, für das müssen wir heute dankbar sein. Ob reich, ob man jetzt Kaviar isst, Champagner, Brot oder Kartoffeln. Egal, aber viel bezieht sich auf der Erziehung der Familien, auf die Kinder, die Jugend. Aber machst du dir dieselben Gedanken wie der David, wenn du in den Supermarkt gehst abends und die vollen Regale siehst und dir denkst, nein. Also das verkaufen die nicht? Also ich denke mal, dass wirklich ganz explizit beim Fleisch. Bewundernswert, aber das mache ich nicht. Aber ich mache mir doch schon Gedanken auch oft, weil ich mir denke, es könnte man ja auch so mit der Verpackung und so, was es in Graz zum Beispiel auch schon gibt, ohne Verpackung. Warum kann ich nicht zwei Äpfel kaufen? Wieso muss ich sechs Äpfel, sechs Zwiebel? Wieso muss ich eine ganze, man kann da so viel machen. Und eben, wie gesagt, ich bin auch bei Foodsharing dabei und da ist alles okay. Also da hast du Äpfel, Birnen, da hast du alles dabei, was wirklich okay ist. Aber das betrifft doch viel die Politik, die Wirtschaft. Mhm. Wenn diese Firma, die Verpackung, nicht mehr die Verpackung produziert, dann haben wir 1.000, 30.000, was weiß ich, wie viele Arbeitslose. Es ist alles eine Kette und die muss zusammenarbeiten. Das ist die Wirtschaft. Das ist sehr spannend, würde jetzt wieder ein neues Thema eröffnen. Aber wir sind beim Minimieren statt Maximieren. Und ich hole jetzt noch die Doris dazu, weil die sagt, dass für viele Menschen der Konsum eine Ersatzbefriedigung ist, quasi ein Ersatz für eine gute Beziehung. Hier ist die Doris. Doris, wie meinst du das, dass dieser Konsum, dieser Konsumwahn ein Ersatz für eine gute Beziehung ist? Wie ist das gemeint? Ich meine damit nicht nur eine gute Beziehung, sondern grundsätzlich gelungene Beziehungen allgemein. Und es gibt ja diesen schönen Satz, Shopping macht happy. Und wenn ich mir anschaue, wann Menschen shoppen gehen, ja, nämlich shoppen, nicht einkaufen, nicht ich brauche einen Apfel und gehe einkaufen, sondern Shopping heißt eigentlich, ich gehe irgendwo hin, laufe durch die Gegend und irgendwas finde ich sicher. Ja, dann laufen die Menschen auf der Marilferstraße mit, weiß nicht wie viel Sackeln rum. Ja. Und diese Frage von, was macht Menschen wirklich glücklich und was betrachten wir alle als ein gelungenes Leben, ist in den letzten Jahrzehnten so stark verbunden worden mit diesem Kaufen und immer mehr haben. Und man rennt halt irgendwo ins Einkaufszentrum, kauft irgendwas. Und dieses Irgendwas hat Auswirkungen. Ja? Wir zerstören unsere Umwelt mit Unmengen von Produkten und Rohstoffen, die wir aus der Erde, aus der Luft überall herholen und durch diese Masse an Dingen, die ja dann auch wieder weggeworfen werden, die Lebensmittel einerseits, aber auch alles andere, ja, unsere Pullover, unsere Leiberl, das heute alles ein Jahr oder zwei, dann ist es weg. Neben der Umwelt zerstören wir aber auch, und da bin ich ganz anderer Meinung als du. Wer, der Amerigo oder der Ernst? Als der Amerigo, ja. Zerstören wir auch soziale Strukturen, in dem Menschen in extrem schlechten Arbeitsbedingungen ganz billige Produkte produzieren müssen. Und die Frage jetzt, was brauchen wir wirklich? Wobei natürlich ist die Verteilung extrem ungerecht. Ja, wenn ich mir jetzt überlege, Bangladesch, und da kommt vieles unseres Gewands heute her. Es ist ja oft einmal gar nicht möglich, was anderes zu kaufen in manchen Situationen. Ja. Dann haben wir, ich finde, wir haben eine Verantwortung dafür, dass die Menschen, die mein Pullover genäht haben, davon genauso leben können und auf einem ähnlich brauchbaren, guten Niveau, wie ich das auch kann. Aber das sagt der Amerigo eh, er kauft Qualität, hochwertigste
1.200 Euro für Mantel. Genau, das war ein Teil von dem, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja? Mhm. Aber es war da jetzt der zweite Teil zum Thema Verpackung, auf den spreche ich jetzt an, ja? Wo ich sage, nein, wir können, es wird auch irgendwann so sein, wir werden nicht mehr so viel produzieren können, wir haben nicht so viele Rohstoffe, wir leben auf einer endlichen Welt und wir können nicht unendlich maximieren. Das geht sich einfach nicht aus. Ja? Und zum Beispiel gerade Verpackung ist was, wo man schnell rauskommt. Darf ich nur kurz fragen? Also du hast auch, nehme ich mal an, deinen Besitz minimiert. Was macht das so glücklich? Oder wie kommt diese Lust auf Verzicht? Was macht die mit einem? Weil, Entschuldige, man weiß zum Beispiel, wenn man jetzt was Schönes kauft, dann ist man kurz glücklich und dann ist einem das wurscht. Mhm. Ne? Sagt man, hört man. Also wie ist das mit dem Verzichten? Also wir verzichten alle ständig. Ja? Jede Entscheidung, die ich heute treffe, sei es für den Kaschmirmantel oder sei es für Schuhe, die in Österreich produziert werden, damit entscheide ich mich gleichzeitig auch gegen 1000 andere Dinge, die ich in dieser Zeit nicht tun kann. Das ist was völlig Normales. Diese Überlegung, dass Verzicht so was Komisches ist und diese Werbungsstrategie mit, das ist, also ich glaube, das macht uns unglücklich, ja? Weil wer von uns kommt auf die Idee, shoppen zu gehen, wenn wir in einer Freundes- und Freundinnenrunde sitzen, lustige Gut Gespräche essen, haben, ja, genau. singen, wandern, ja. was Steht auch immer. Auf und sagt, ich gehe jetzt geschwind shoppen. Niemand. Ja? Entschuldigt mich. Ja. Nicht einmal am Handy, ja? Was ja heute auch schon Richtig, eine ja. Möglichkeit ist. Ja? Also ja. sozusagen, solange wir unser Leben reich gestalten, brauchen wir zwar ein bisschen was, ja? Ja, klar, aber... Ja. Den Rest der Zeit machen wir uns glücklich mit wesentlich anderen Dingen. Ja. Aber es heißt immer, naja, wenn quasi man nichts kaufen würde, dann wäre die Wirtschaft nicht belebt, dann gäbe es dann die Arbeitsplätze. Also man sagt immer, das ist so ein Kreislauf. Würde ich nicht einkaufen, dann könnten die das nicht produzieren, dann hätten die Menschen, also der Schuster... Keine ich nenne das eher einen Staubsauger als einen Kreislauf. Ja. in Wirklichkeit, also... Ich sehe das so, wir produzieren unter extrem schlechten Bedingungen, sowohl ökologisch als auch sozial, viel zu viele Dinge, die die meisten Leute gar nicht mehr brauchen. Ja? Und du meinst dann zum Beispiel, wie es gibt irgendwo eine Thermosflasche, aber es gibt davon 300 verschiedene, braucht man nicht. Genau. Und in jedem Kasten von uns liegen... Die Claudia hat es vorher erzählt, ich weiß nicht, wie viele Hemden wir brauchen, nur die Hälfte oder nur ein Drittel oder was. Wurscht. Oder man zieht immer dasselbe an. Ne? Genau. Und das kommt dann noch dazu und dann ändert sich die Mode und dann muss wieder Neues gekauft werden und bla bla bla. Ja? Also braucht man nicht. Aber du hast eigentlich gefragt, was ist mit der Wirtschaft und diesem Kreislauf? Ich glaube, dass diese Wirtschaft, die uns hier erklärt, dass dieser Kreislauf notwendig ist, es ist ein Kreislauf notwendig, aber der schaut aus meiner Sicht ganz anders aus. Ja. Dass dieser Kreislauf in Wirklichkeit so funktioniert, dass die jetzt schon am wenigsten haben, eigentlich ganz, ganz unten und ganz, ganz klein gehalten werden, zusätzlich die Umwelt ausgebeutet wird. Und dann endet das alles, meistens über multinationale Konzerne, in Strukturen, wo sowieso schon viel, 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 viel zu viel Geld da ist, das nicht mehr sinnvoll aus, weil es nicht gebraucht wird, ja. Wir brauchen Geld ja, um unser Leben zu organisieren. Geld ist ein Tauschmittel eigentlich, ja. Sollte niemals als Ware missbraucht werden, was in unserer Wirtschaft aber passiert. Und dieses Enden des Geldes in einem Pool von Hyper-Super-Reichen, das zerstört schon wieder die sozialen Strukturen, weil das wird zum Beispiel dann investiert in teure Wohnungen in der Wiener Innenstadt, in der Londoner City und. Und die Menschen können sich das Wohnen nicht mehr leisten. Ja? Also dieses Absaugen und jedes Ding, das wir kaufen in multinationalen Strukturen, gibt wieder ein kleines bisschen Kraft in diesen Kreislauf. Ja? Mhm. Und die Chance, dass wir regional einkaufen, dass wir teilen, was wir haben, dass wir selbst anbauen, das wir nutzen, es ist ein minimaler Baustein. Was ist ein Marigo? Dafür wohnen wir in Österreich und in Europa, dafür zahlen wir Steuern, dass das alles wieder zugewiesen wird. Dafür gibt es eine eigene Struktur. Also nicht, dass jetzt nur der erste Bezirk gefördert wird, sondern auch die Nebenbezirke. Ich meine, wir leben nicht in Monaco, wir leben in Österreich, das ist Austria, das beste Land der Welt, wo auch sehr viel in sozial investiert wird.
wenn nicht das beste Land. Also ich könnte mich wirklich nicht, ich bin nicht enttäuscht von unser Land. Es gibt Reiche, es gibt Arme, aber es wird sehr viel in Sozial investiert, sehr viel. Was die Doris meint, ist, jeder könnte bei sich beginnen, ein bisschen minimieren, ein bisschen reduzieren und die Welt ein Stück weit besser machen, nicht? Statt noch mehr zu wollen. Ja, wir leben ja hier im Überfluss. Ich glaube, wir alle hier haben genug. Hier, es gibt Arme, keine Frage. Und dieser Überfluss, ich meine, das sind so super Sachen, aber eigentlich geht es mir Uhrenwecker, dass solche Leute wie du Dumpstern gehen müssen, wo eigentlich die Wirtschaft das alles und die Werbung das alles noch verstärkt. Naja, alles ist schnell nicht, verfügbar, schnell gekauft und schnell weggekaut. Mhm. Und diese Werbung, unpackbar. Da hat jemand einen schönen Satz gesagt. Mhm. Man muss sich immer fragen, will ich es oder brauche ich es? Genau. Nicht? Aber zum Beispiel in Graz gibt es auch sehr viele, die dumpstern nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Mhm. Das ist ja ein großer Unterschied. Genau. Es gibt ganz viele Studenten, die das einfach machen, weil sie ja sagen, ja, sie wollen das nicht, dass das so quasi im Mistkübel landet und das einfach wegen dem machen und nicht, damit sie sich sporten. Vielleicht haben wir die Welt ein Stückchen besser gemacht, indem wir jetzt ein Gedankengut in die Welt gesät haben, möglicherweise. Ich bedanke mich sehr bei euch für eure Sichtweise. Es war sehr, sehr spannend und wünsche alles Gute, bei was auch immer ihr noch vorhabt. Danke. Danke vielmals. Danke. Minimieren ist ganz bestimmt nicht schlecht, wenn man will und auch kann. Ich möchte auf alle Fälle auf eines nicht verzichten, nämlich montags bis freitags, 16 Uhr, mit Ihnen hier zu diskutieren. Und ich freue mich auch, wenn Sie zu Hause nicht darauf verzichten. Danke fürs Zuschauen. Servus. Verbotene Früchte schmecken einfach am besten und deshalb werden Sie bei jeder Versuchung schwach. Erzählen Sie uns von Ihren Erlebnissen unter 0900 91 00 98.